Hey Leute, was gibt's schon? Dann herzlich willkommen zum weiteren Video, bei dem ich einen Account von euch absolut verbessere. Momentan 2M gibt's so geile Karten zu ziehen, so geile SBCs und auch Weekend League Belohnungen und all das wird natürlich mitgenommen. Wir haben wieder einen Zuschauer, der gerade in der Quali eigentlich 0-3 steht, hat er mir geschrieben. Da werde ich natürlich versuchen, das Ganze zu drehen, die Weekend League Quali fertig zu machen, in der Weekend League zu rasieren, Packs zu öffnen, SBCs zu machen, sein Team einfach absolut zu upgraden, damit er in nächster Zeit viel mehr Spaß in FIFA hat und damit er dann selber auch die Weekend League Qualis packt, die Weekend League zocken kann und alles drum und dran. Ich bin heiß. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn ihr das Format feiert. Jeder einzelne Like ist ein extremer Support. Jeder einzelne Like freut mich. Deswegen, wer noch nicht geliked hat, kann das jetzt noch ganz, ganz schnell machen. Und dann gehen wir auch schon rein. Okay, wir sind auf dem Account von Milan. Er ist 14 Jahre alt. Er grindet auf jeden Fall FIFA, aber ohne Geld reinstecken. Und wie gesagt, in der Weekend League Quali sogar sieht es momentan schon gar nicht so gut aus. 0-3, also das müssen wir erstmal drehen. Aber ihr kennt das Ganze. Wir gehen rein, gucken uns erstmal an, wie sein Team gerade aussieht. Dann werden wir FIFA-Points aufladen. Man sieht schon mal oben, er hat 88.000 Münzen. Das ist nicht übertrieben viel, aber auch nicht übertrieben wenig. Und das ist sein Team. Und das ist nicht so heftig. Was ich aber cool finde, er ist ein Grinder. Zum Beispiel Linksverteidiger-Karte ist ja die Winter Wildcard von Harvard, sieht man ja an dem Bild. Hat er sich hochgespielt mit Evolution. Hier hat er gerade eine Evolution am Laufen. Bei Todibo jetzt noch nicht, weil man kann ja nur eine zur Zeit am Laufen haben. Aber das wäre dann das nächste, was angesetzt wird. Adeyemi, da hat er eine Evolution fertig gemacht. Ansonsten auf außen ein paar Copa America-Karten, die ja von den Stats ja auch cool sind, aber absolut gar nichts kosten. Ada Güler, sehr geile SBC, wahrscheinlich die coolste Karte hier im Team. McTominay, Beckham ist jetzt auch nicht mehr so krass, war früher krass, aber jetzt eine andere Zeit in FIFA angebrochen, da braucht man schon noch bessere Teams, das heißt, das ist ein Team, nee, das ist schon wirklich unter Durchschnitt, da versuchen wir auf jeden Fall zu ackern. Das sind die ganzen Karten, die er hier hat. Oh, ich dachte kurz, aber Kroos leider nur Leihspiel. Ansonsten wäre das sehr, sehr wild gewesen. Machen wir hier mal die ganzen Leihkarten raus, um hier zu gucken, was hier noch ist. Ja, nichts allzu Besonderes. Bisschen was von der Copa America hat er hier noch gezogen. Aber ansonsten ein paar Evolutions auch. Das feiert er auf jeden Fall anscheinend sehr. Na gut, Team ist wirklich nicht zu krass. Jetzt können wir auch nochmal gucken bei der Weekend League Quali. Rivals Division 6, Rang 1 sogar. Also man sieht ja immer, wer noch aktiv spielt, wer nicht. Ich will ja nie Leute verbessern, die schon aufgehört haben in FIFA. Wofür soll ich den Account verbessern, also wenn Leute aufgehört haben? Aber ich feiere das sehr, wenn Leute halt noch richtig aktiv am Spielen sind, aber am Struggeln sind und man denen dann helfen kann. Hier sieht man ja 3 Punkte, heißt ja, ob wir es 0-3 steht, gerade in der Quali. Aber brauchen wir nur 4 Siege, um dabei zu sein. Also das sollte ich auch hier in der Ferienwohnung hinbekommen, wo ja das Internet ab und zu mal Auge macht. Aber auch hier wurden ja schon 17, 18 Siege geholt, wenn man das Internet zwischendurch gut läuft. Ich bin sehr gespannt später. Aber Punkt 1, ihr kennt das, sind Packs, die geöffnet werden. Er hat auch noch ein Pack hier anscheinend über. Sogar ein Pack mit 20, 83ern hat er uns hier liegen gelassen auf korrekt. Okay, okay. Immer mal wieder gibt es ja Leute von euch, die sogar SBCs vorbereiten, Packs liegen lassen, damit ihr auch mit im Video drin sein könnt. Deswegen korrekt. Machen wir das einfach mal auf, gucken, was so geht. Warcode sollte das schon zumindest sein, aber ja, Parejo ist jetzt auch nicht der krasseste. Aber immer ein Double Warcode. Bisschen SBC-Futter. Ja, Rating ist nicht verkehrt, weil ich weiß, auch die SBCs werden heute wieder sehr, sehr wichtig sein, wie immer eigentlich bei diesen Videos. Und die Points natürlich auch, hier, man kennt es. Man sieht, er hat kein EA Play, man sieht, Points sind leider nicht rabattiert. 200 Euro habe ich mal wieder aufgeladen, auf locker, auf schnell. Das heißt, daraus können wir 24.000 Points machen und das tun wir auf jeden auch. Also, 24.000 Points sollten jetzt gleich oben dran stehen. Das ist der Fall und es gibt so verrückte Packs. Ich habe schon gesehen, ich habe die bei mir noch nicht mal geöffnet, nix. Das machen wir jetzt hier bei ihm, weil da bringt es dann nochmal mehr. Jeder geile Spieler, der hier in irgendeinem Pack kommt, der könnte ja direkt in seine Mannschaft reinkommen. Also hier haben wir alleine garantiert UEFA-Spieler, Copa America-Spieler, hier auch mit dicken Wahrscheinlichkeiten. Hier haben wir Icons und Heroes garantiert. Die Packs kennen wir alle schon auch von den letzten Wochen. Nur, dass es diesmal noch krankere Karten gibt, wie irgendwelche 97er Würz und was weiß ich alles. Dementsprechend, ich hab Bock. Wir gehen direkt in das erste Pack rein. Wir starten wie immer mit einem Banger. Wir starten nicht mit laschen Packs. Wir starten mit den geilsten direkt, weil davon haben wir auch eher zwei. Gut, der erste Spieler, der aufploppt, ist Reindeers. Und wer ist dahinter? Ah, okay. Ter Stegen. Ter Stegen. Ich glaube, im Tor hat der eine Icon, ne? Ich weiß nicht mehr welche, aber das ist ein Upgrade. Ich weiß es nicht. Das sind noch nicht so die überkrassen. Czerny, okay. Haaland, ja. Halt ohne Special Card. Ist das alles nur Futter? Okay, den Bruder hat er ja sowieso.
Ja gut, und Salah, Bruno auch nochmal da hinten. Okay, okay, und dadurch, dass sich die Doppelten ja jetzt schon häufen, gehen wir direkt rein und gucken, was hier so geht. Ja, dieser Nunes wäre natürlich ein heftiger Angreifer, aber Adeyemi halt gerade auch. Die Frage ist halt auch, gehen wir auf Gamble oder gehen wir auf einen sicheren Spieler? Ich gehe meistens lieber auf sichere Spieler. Er hat jetzt hier keine Favoriten oben abgespeichert. Also er hat, glaube ich, momentan nichts im Blick, was er unbedingt haben will. Dementsprechend werde ich hier einfach mal ein bisschen gucken, was ich glaube, was besonders fresh wäre. Choposlight zum Beispiel sieht eh nach einer sehr geilen Karte aus. Crazy! Ansonsten sind die ganzen übertrieben OP-SBCs ja abgelaufen. Simmons, Barkula, alles drum und dran. Also muss wirklich sagen, was gerade die SBCs angeht, hatte man die letzten Wochen auf jeden Fall definitiv deutlich mehr Möglichkeiten, geile Sachen abzuschließen. Choposlay ist der Einzige, der mich hier gerade so richtig überzeugt. Ansonsten wäre Nunes natürlich noch eine nice Sache. Bei den anderen, die so sich nur upgraden, wenn die gewinnen und so, da will ich jetzt hier nicht auf seinem Account irgendwie Risiken eingehen. Am Ende verlieren die Karten sind Quatsch. So, dann vielleicht doch auch ein bisschen Gamble. Warum nicht? Warum nicht? Wenn man davon zwei machen kann, kriegen wir auch easy mit den ganzen Duplikaten zusammen. Ein bisschen Gamblen geht auch. Es hat halt auch eine dicke Wahrscheinlichkeit, dass hier eine richtig geile Icon kommt, ne? Das ist ja eher eine Team of the Year Icon, Food Birthday oder halt so eine Legend Icon hier. Das ist schon crazy. Also die ganzen Gammel-Icons, die man sonst mal in diesen Picks drin hatte, die man absolut gar nicht haben wollte, die sind ja hier schon quasi außen vor. Das ist richtig geil, ey. Und zwei Teams werden auch ganz, ganz schnell abgeschlossen. Das letzte, das fehlt noch. Das kriegen wir aber auch mit den nächsten Packs ganz easy zusammen. Da müssen wir wahrscheinlich noch ein, zwei Packs veröffnen, mehr nicht. Also auf diesen Icon-Pick bin ich sehr, sehr heiß. Ich frage mich gerade, wo wir mit hoher Wahrscheinlichkeit viele Spieler mit richtig nice Ratings kriegen. Ah, hier kann es schon sein, dass man nur so zwei Walkouts oder so drin hat. Da war ich schon öfter mal hochgenommen von dem Pack. Hier hat man halt nicht so viele Sachen drin. Aber halt Icon und Hero können direkt auch schon rein. Kevin, komm, vor dem Icon-Pick machen wir noch ein Icon-Pack einfach. Komm, wir machen es so. Das ist eine Icon? Warte mal. Nesta. Und Parejo dahinter? Wie random wird das angezeigt? Ah, kurz gehofft, dass es irgendeine Maldini-Karte gibt, die hier kommen könnte. Oh, Rudi Völler. Nee, der kriegt auf jeden Fall keinen Platz in der Mannschaft. Nesta ist auch eher unwahrscheinlich. Der ist nicht zu schlecht, aber auch nicht zu gut. Nee, das Pack war es nicht. Hier muss man eine gute Icon drin haben, ansonsten ist das verschenktes Geld. Hier sind halt auch nur 20 Spieler drin, aber dafür zwei garantiert mit 88 und halt eine garantierte Special Card. Hier 100 Karten, aber kann trotzdem Quatsch sein. Komm, das ist auch nicht so teuer. So oder so wird das mitgenommen. Die Frage ist nur, was man zuerst macht. Ich habe jetzt das Gefühl, dass hier was Wildes kommt. Warte mal. Casemiro? Der hat aber keine Special Card gerade. Bro, ja! Puh, 94er Rating! Also diese Karte sieht absolut crazy aus, wirklich. Das sieht wie eine Macherkarte aus, die vorne die Dinger alle reinmacht. Okay. Viel wert sein wird er aber nicht. 5 Sterne Weak Foot auch noch. Und einen Preis von so 30. Ja, völlig überschätzt. Wow, wenig Futter sogar. Trotzdem auch noch zusätzlich. Ich meine, das ist ja wenigstens auch Untrade, weißt du, diese Packs können noch mal mehr, weil man da halt Coins draus macht. Jetzt haben wir fast alles einmal durchprobiert. Noch mal was so diese Woche bei dem 10x83er Pack geht. Gucken. Rein da. Die schöne Animation kommt. Hätte auch ohne Special Card enden können. Wir kriegen zumindest eine EM-Karte. Dreh dich um, zeig was Gutes. Das dauert lange. Ich habe ein gutes Gefühl. Kostic. Ja. Kann man auf jeden Fall auch mitarbeiten. Also auch. Das sieht von der Karte ja krass aus. Hätte aber auch nicht teuer sein. Das ist es halt leider. Ja, 50. Weil man, der wird wahrscheinlich auch Linksverteidiger können. Linker Außenverteidiger. Viel high-rated. Ja, wir können gleich mal an den Icon-Pick rangehen. Vielleicht wird der nochmal nicer. Ah, guck mal hier mit den ganzen Duplikaten. Wir müssen wieder was loswerden in der SBC. Passt! Das ist Icon-Ding. Icon-Pick 91 plus nur vom freshen Events. Aber was wollen wir überhaupt haben? Flügelspieler wären am geilsten. Da gab es ja auch bei den Events auf jeden Fall ein paar. Irgendwas richtig Freshes auf dem Flügel. Ich meine, so Ribéry ist jetzt auch nicht mehr das Krasseste. Als er rauskam, war der heftig. Aber ich würde sogar auch ja sagen, wenn er jetzt mit dabei wäre. Vielleicht sind ja sogar drei krasse, dass wir die Qual der Wahl haben. Das wäre am wildesten. Komm, gib ihm 3, 2, 1, go. Und
Warte mal. Wen nehmen wir jetzt hier? Das ist nicht so geil. Die kosten alle so 100.000, ein bisschen drüber. Was mir aber eingefallen ist, in der Innenverteidigung sind ja beides gerade Evolution-Spieler, die ja noch nicht evolutioniert wurden. Das heißt, ich nehme vielleicht auch lieber noch diesen Blanc noch zusätzlich zum Nester, den wir haben, schon mal mit, dass man notfalls da Verteidiger hat, die jetzt schon gerade auf dem Peak sind. Aber immer noch nichts, was zu krass weiterhilft. Aber wird auf jeden Fall noch kommen. Ich frag mich aber, sollen wir nochmal in Gambling reingehen? Nicht nochmal ein Icon-Pick, oder? Was war das andere, was da war? Gut, das andere war so eine Eventkarte halt zur Euro oder Copa America. Das kann halt richtig reintrollen, aber das ist halt auch nicht so teuer. Dementsprechend würde ich sagen, oh, dann brauche ich schon wieder Team of the Week-Karten. Okay, erstmal muss ich jetzt wieder eine halbe Stunde Team of the Weeks farmen hier ganz schnell. So, zack, zack, zack. Zwei Informs haben wir auf jeden Fall schon mal auf schnelle Welle. Die holen wir einfach ab. Ich sag, der eine wird eine 87 haben, der andere eine 88. 87 haben wir schon mal, perfekt. Nochmal eine 88 einfach fürs Rating, weil es schmeckt die, ey. Heute geizig unterwegs, leider. Schade. Damit ist der Pick auch fertig. Boah, da gibt's auch richtig geile Spieler, aber die muss man halt erstmal kriegen, ne? Das ist halt das große Problem. Das kann auch jetzt wieder ein richtiger Tool werden. Ich meine, zumindest haben alle ein Rating von 92 oder höher. Ich glaube, dadurch werden schon ein paar schlechte Spieler ausgeklammert. Wobei die eigentlich alle hohe Ratings haben, auch die schlechten. Das ist auch Tool. Vielleicht haben die alle 92 plus. Nee, ich schreibe das mal dazu, damit man ein besseres Feeling hat bei dem Pick. Keine Ahnung. Komm, gib was Krasses. Gib! Yay, das ist ein Untrade-Pick, da kann man schon mal gönnen. Bah. Weiß ich nicht, Digga. Also hier kostet keiner über 40.000. Ich sag mal, im Außenverteidiger kann man generell hier noch irgendwie so am meisten anfangen. Zum Glück haben wir noch immer die Hälfte unserer FIFA-Points, dass wir noch richtig Packs aus dem Shop ziehen können. Da ist die große Hoffnung jetzt vor der Weekend League noch bei. Ansonsten danach halt, müssen wir wirklich zumindest Shop-Auslei abschließen. Der wäre schon einer der geilsten Karten, dann wenigstens, in dem Team und so. Ja, und dann gucken wir halt, was in der Weekend League geht. Da wird man schon ein bisschen was holen können. Und dann spätestens kommt irgendwas. Es gab noch keinen Account, den ich nicht heftig geupgradet habe. Das wird hier heute nicht der erste sein, bei dem das passiert, dass hier nicht viel geht. Nein. Lucy, ey, was habt ihr gegen Milan? Was soll das? Der Junge will doch nur geile Sachen ziehen, coole Spiele aus seinem Account haben, Spaß haben in FIFA. Gönnt ihm doch jetzt. In dem Pack muss. Komm, das hat die beste Wahrscheinlichkeit, dass da irgendwas Geiles drin ist. Da darf jetzt wirklich was Geiles kommen. Englischer Rechtsverteidiger, warte mal. Das ist schon mal köstlich. Und was ist da jetzt auch noch? Nein! Keeper, boah. Okay, Trent ist aber geil. Trent ist sehr nice. Ich hatte nur Hoffnung, dadurch, dass Trent als erstes angezeigt wurde mit der 95, dass dahinter jetzt ein 96, 97 chillt. Da wird jetzt ein bisschen rasiert. Aber Trent an sich ist schon übergeiler Pull. Hier wird auch noch mehr drin sein, garantiert. Digga. 600.000. Das ist damit der neueste, wertvollste Spieler in seinem Team und der kann halt auch ZM. Das heißt, das ist geil, weil auf Rechtsverteidigerposition wäre es ein bisschen waste, so die teuerste geile Karte zu haben, weil der nicht so viele Anteile dann hat. Aber dadurch, dass man ihn in ZM stellen kann, der noch geile Upgrades kriegen wird, ist das ein Spieler, der kann das Game an sich reißen, so, der kann den Unterschied machen. Der sieht sogar von den Stats ja auch nicht schlecht aus. Ich meine, die sind eh alle günstig, so auf Copa America, da gibt es kaum einen, der ein bisschen was kostet. Notfalls sind die auch Futter. Aber Trent ist schon mal geil. Ja, auch viel hier so für SBCs. Ja, okay, jetzt müssen wir ja auch ein Testing weghauen, ne? Ja, der kommt da in den Shop-Auslei rein. Warte mal ganz kurz. Nunes, der kann doch normalerweise auch immer linke Flügel, oder? Natürlich. Da habe ich vorher gar nicht dran gedacht. Also ich will, dadurch, dass er ja sein Adeyemi schon hat, wobei Adeyemi kann auch linke Flügel. Ich habe vorhin die ganze Zeit gedacht, diesen Nunes muss man nicht mitnehmen, weil er ja schon einen guten Striker hat. Aber klar, der ist doch auch, egal ob er oder Adeyemi ist auf dem linken Flügel, viel geiler als das, was er momentan dort rumrennen hat. Also eigentlich müssen wir diesen Nunes auch fertig machen. Ich sage Nunes und Choboslai, dann hat man mit Trent und Choboslai schon mal zwei gute ZMs. Nunes noch einen geilen Spieler vorne. Und dann kann man von dort weitere Steps machen. Das klingt schon mal nach einem Plan. Ich hoffe mal, dass wir das jetzt noch zusammenkriegen. Vielleicht haben wir echt ein bisschen zu viel Futter jetzt in diesen Gambling-Kram reingesteckt. Das ist immer bitter, Mann. Das ist halt das. Normalerweise mache ich kein Gambling. Warum habe ich das diesmal getan, ey? Ich habe ein bisschen nach. Okay. Nehmen wir mit. Ich weiß nicht mal, was für ein Pack das war. Wahrscheinlich so ein 10K-Pack. 92 hat er ja. Den hatten wir ja vorhin schon mal. Er ist sogar diesmal dann noch tradable, ne? Guck mal, was für ein Set der aber drin war. Der zählt sogar als Silber. Sowas liebe ich doch. Einfach von diesen Quatsch-Packs, die hier rumlagen, ey, weil man die einfach wegmachen muss. Die kriegen wir ja irgendwie einfach durch diese SBCs.
Ja, passt. Ey, mit den Sachen auf der Transferliste und alleine das, was wir auch immer fürs Abstoßen kriegen, selbst wenn es nur so 2000 sind. Also ich glaube, wenn wir da jetzt alles verkaufen werden, werden wir sogar bald sogar bei 200k, die oben dran stehen. Was auch schon strong ist. Also falls zur Weekend League noch auf einer Position die Kacke am Dampfen ist, wäre ich auf jeden Fall dann für 200.000. Da kriegt man schon sehr gute Spiele heutzutage was holen können, was man auch ohne Verluste nach der Weekend League wieder verkaufen kann. So, das Pack ist ja jetzt nochmal gespawnt. War ja eben echt nicht schlecht. Ich würde sagen, einmal werden wir das noch mitnehmen. Vorher sollen wir Risiko gehen. Komm, wir gehen nochmal Risiko. Einmal probieren wir noch die Icon. Das wird hier mit den Points alles ziemlich gut aufgehen. Dass wir da nochmal reingehen können, nochmal unser Glück probieren können. Oh, Nedved sogar nur. Boah, ich wäre sogar bei Check enttäuscht gewesen, weil er ja schon Check hat. Aber Nedved, das ist ja noch mehr Katastrophe. Also, wenn da jetzt nichts hinter ist, werde ich auch diese Packs, glaube ich, nie wieder auf dem Account von einem Zuschauer aufmachen. Jedes Mal mache ich die mehrmals auf, jedes Mal kommt hier nichts bei rum. Puyol, Digga. Die Hoffnung ist ja da, dass irgendwas Geiles kommt. Naja, aber diese Packs, die sind es ehrlich nicht. Ja, auch noch Untrade und so. Die hat man jetzt einfach im Verein rumliegen. Brauchen wir nie. Also, waren teilweise echt nicht die besten Entscheidungen von mir. Diesmal auch nicht das größte Glück. Aber wir haben noch zwei Banger-Packs. Hier. Garantiert zwei High-Rated, garantiert eine EM-Karte, hier garantiert zwei EM-Karten. Also wir haben noch Chef-Packs, die jetzt geöffnet werden, die sowieso noch alles drehen können. Ich meine, alleine Trent und die SPCs und so ist cool. Aber wartet ab, was hier jetzt geht. Portugiesischer ZM von Manchester City, das ist dann Bernardo Silva, okay. Ist die Copa America-Karte dahinter wenigstens geil. Welche geilen gibt's dort überhaupt? Musa! Boah, was ist das denn für ein, was ist das Stats, Digga? Oh mein Gott, was ist das Stats? Was ist das für Stats, Junge? Alles über 90? Ist er der beste Spieler der Welt, oder was? 100k, Digga, was machen die mit mir? Warum ist er so günstig? Er ist der beste Spieler der Welt. Boah, ich hatte richtig Hoffnung, weil es ja auch ein Tradable-Pack ist. Egal, ey, man kann aus ihm auch richtig dick Münzen machen. Oder ihn benutzen, weil vorhin Stats, der sah schon geil aus. Ich mag das ja auch immer auf euren Accounts, denn wenn eh schon Spieler da sind, die dann auch zu testen, so. Deswegen, ich guck mal. Okay, jetzt haben wir aber noch das Überchef-Pack. Time to shine, wir brauchen halt auch echt noch viel Futter, um den Nunes fertig zu machen. Ich bin da ganz gut vorangekommen, muss auch gleich noch zwei Informs wieder craften. Aber wenn wir hier jetzt auch wieder viel High-Rated kriegen, dann haben wir diesen Nunes auch fertig, dann auf den Flügel kann und so. Das ist ein Team, mit dem man arbeiten kann. Und vielleicht kriegen wir auch so noch irgendeinen geilen Spieler, der in die Elf kann. Italienischer ZM von Inter Mailand. Fratesi und Broja wieder. Nein! Kein Millionenspieler oder so diesmal mitgenommen bei den FIFA Points. Eins zumindest für eine halbe, aber sonst nix was kracht, ne? Nix was kracht. Boah, 30k ist natürlich respektlos. Broja ist auch sehr respektlos. Also hier ist kein einziger, den ich nicht Futter nenne. Ist das schade. Ist das schade. Naja. Also ich weiß ehrlich nicht, was Milan getan hat, aber EA hat Hass auf seinen Account scheinbar. Aber, nee, komm, hier. Teuersten SPCs haben wir schon weg. Weitermachen. Aber dann kurz Informs craften. Oh, ich sehe hier ein Muster. Ich meinte ja sogar schon bei den Inform-Picks, dass da gar nicht gegönnt wird hier. Und Digga, es wird noch schlimmer. Man hat mich zuletzt gesehen, dass der Beste hier ein 86er war. Hier kriegt man eigentlich immer gute Ratings raus. Jetzt, nein, jetzt hauen die auf die Kacke. Sogar 85. Nein. Das ist fatal. Egal, wir holen uns erstmal Nunes jetzt ab. Aber Packluck hier, ey, das macht mich sauer gerade sogar. Was ist das? Sehr gut. Darwin Nunes. Und ich sag, die Möglichkeit, dass da richtig geile Upgrades bei rumkommen, ist bei Uruguay auf jeden Fall auch vorhanden bei der Copa America. Und Argentinien war bisher fresh. Brasilien hat noch nicht direkt so überzeugt. Uruguay war schon gut, dementsprechend. Aus der Gruppe kommen die eh raus und danach mal gucken, was noch drin ist. Und Nunes wird auch Tore machen, alles drum und dran. So, da ist ja der gute Mann. Dann bauen wir die neuen Leute erstmal jetzt auch schon mal in das Team ein. Und den haben wir sogar eh in der SBC abgegeben, dann aber wiederbekommen. Das heißt, wir könnten ihn jetzt auch hier wieder reinstellen. Der ist noch eigentlich noch im Verein, oder nicht? Ich habe ihn nochmal abgegeben, okay. Aber da soll ja eh Nunes hin. Und dann würde ich sogar sagen, Beckham fliegt Stand jetzt erstmal raus, weil der, ja, der ist echt aus der Zeit gefallen. Ey, diese alten Karten, die damals krass waren, Millionen gekostet haben, ist kein Vergleich mehr, alleine mit diesem Muster, den wir auch verkaufen könnten. Aber guck mal, rechts Beckham kann besser passen, ansonsten kann er gar nichts besser. Das crazy Rechtsverteidigerposition, gucke ich auch nochmal, was wir gerade haben. Wir haben ja noch ein bisschen was Gutes so. Trent. Schon wieder vergessen einfach, dass wir Trent gezogen haben. Überleg sogar, echt, spiele ich den dann als Rechtsverteidiger? Oder eigentlich muss man den in ZM tun, dann könnten wir diesen Bar, den habe ich, glaube ich, letztes Mal auf dem Kopf vom Zuschauer auch gespielt, der war nicht verkehrt. So, den könnte man dann da nutzen. Ist jetzt nicht die geilste Karte. Und mein Inverteil müssen wir auch noch mal überlegen, ob wir da von Anfang nicht lieber. Also für die Quali soll es
Ja, das nächste Mal kann ja eh nur eins zur Zeit als Evolution machen. Also einer wird dann auf jeden Fall auf der Bank sitzen. Also wir werden dann an einem von den beiden arbeiten, beispielsweise jetzt an Lucas Hernandez. Aber ja, nicht beide gleichzeitig drin, wenn eh nicht beide geupgradet werden. Das ist aber die Frage, nehmen wir dann sogar diesen Vasquez? Der sieht sogar nochmal krasser aus. Wie gesagt, die neuen Karten sind prinzipiell direkt immer krasser als die alten. Jetzt hier natürlich chemietechnisch richtig Quatsch. Das ist natürlich schade, aber... So, mit Managerin die Frankreich-Französische Liga hat, sieht das alles schon wieder ein bisschen anders aus. Da ist halt Adeyemi der Einzige, bei dem ein bisschen Krise ist, aber der wird auch so performen. Was haben wir noch so im Verein? Ich mache auch die Leihspieler hier weg. Die irritieren immer nur. Warte mal. Wir haben noch einen Ter Stegen. Der könnte schon mit der geilste Keeper sein. Macht Adeyemi zumindest auf 2. Dann gehen wir hier 2 hier einen runter. Aber ich glaube, overall ist das, glaube ich, sogar so besser. Also von dem Rest hier lohnt sich jetzt nichts so sehr noch mit auf die Bank zu tun. Nehmen wir dann einfach, ja, den mit dem höchsten Rating mit. Aber dann hätten wir hier auf jeden Fall auch ein paar Icons auf der Bank. Ja, was halt wahrscheinlich echt am besten wäre. Also das wäre eigentlich am allerbesten. Ich frage mich gerade, ich gucke gleich mal, was überhaupt mit diesem Hernandez passiert. Ob das überhaupt lohnt, drauf zu schwitzen, dass er geupgradet wird. Oder ob nicht sogar, naja, die jetzt eh schon am Start sind, krasser sind als er, wenn er halt fertig geupgradet ist. Also einmal reingucken, er sieht am Ende so aus. Ja, das sieht schon mächtig aus. Das muss man schon zugeben. Das sieht schon ziemlich, ziemlich mächtig aus. Ich werde es mir auf jeden Fall noch überlegen. Wie gesagt, für Quali sollte gehen. Wobei bei 0-3 dürfen wir uns eigentlich nicht mehr zu viel erlauben. Aber nee, sollte schon irgendwie passen. Genau, ich werde auch erstmal die Sachen auf der Transferliste gleich verkaufen, dass ich weiß, wie viel Geld wir bar haben. Dass man nochmal überlegen kann, ob man für den rechten Flügel dann irgendwas holt. Sollte schon auf 200.000 zusammenkommen. Kann für den rechten Flügel zumindest auch so vorübergehen, zumindest für die Weekend League halt. Ein Upgrade holen. Chavoslay SBC könnte auch noch drin sein. Aber ist überhaupt nötig? Dann werde ich wahrscheinlich Trend nach da schieben, den Bruder hier in die Mitte schieben, Chavoslay für die Offensive. Wäre nicht verkehrt, aber ist auch nicht komplett nötig gerade. Ich hätte gerne noch einen richtigen Big Boy gehabt, aber kann ja in den Rewards auf jeden Fall noch kommen. Warte mal, was überhaupt mit diesem Adeyemi? Ich finde dieses Kartendesign gerade sieht scheußlich aus, dieses Grüne noch. Der wird so ja geiler aussehen. Das sind dann ja auch nicht mehr so die Mega-Upgrades, bisschen Pass, ein bisschen Physical. Aber den bei Champions jetzt benutzen zu gewinnen und ein paar Tore auch mit denen zu machen, sollte ja auch gar kein Problem sein. Ich würde sogar sagen, wir aktivieren dann erstmal die hier. Dann machen wir erstmal den Adeyemi fertig. Da hat man, glaube ich, erstmal mehr von. Ist für mich auch geil, aber dann kann ich auch den, habe ich jetzt von Anfang an nicht so Krampf da mit der Innenverteidigung, kann ich die so spielen, wie ich sie eh spielen wollte. Genau so ist, glaube ich, so habe ich Bock, den dann auch jetzt davon zu upgraden, dass er danach auch cool aussieht, weil dieses Grün feiere ich irgendwie mal nicht so und alles. Nice, nice, nice! Also, Weekend die Quali muss gepackt werden, denn ansonsten wäre das ja alles fatal und wäre das ein Skandal, aber kriegen wir schon hin. Nur was mir gerade auffällt, Leute, guckt mal auf die Uhr, Europameisterschaft, die nächsten Matches sind, also ich werde jetzt erstmal einen Cut setzen, dann später oder morgen weitermachen. Jetzt wird erstmal EM geguckt, kein einziges Match bisher verpasst. Und dabei muss es auf jeden Fall bleiben. Werden noch alle Matches bisher geguckt? Muss einfach, macht zu Bock. Okay, allzu viel Zeit kann ich mir auf jeden Fall nicht lassen. Weekend League Quali und Weekend League muss alles heute noch fertig gemacht werden. Dementsprechend, wir gehen direkt rein. Ab geht's einfach voll rauf. Teampressing, volle Offensive und gib ihm. Und Adeyemi suchen. Und Adeyemi finden und mit Adeyemi treffen. Ja, genau so. Sieht easy aus, das sieht easy aus. Dieser Adeyemi spielt sich auch wirklich nicht verkehrt. Nochmal mit dem Upgrade wird noch besser. Warte mal. Digga, er zieht durch bei 0-0, alles gesehen. Egal. Das ist Marschieren vom Feinsten, ey, das ist so geil. Das ist schon geil, wenn man mehrere Sachen gleichzeitig machen kann. Weekend die Quali safen, Adeyemi Upgrade safen und da wird die Karte auch verändert. Und das Design sieht halt jetzt ehrlich 10-mal geiler aus. Der wird in der Weekend League Meter machen. So, Playoffs und dann. Und hier haben wir nochmal das Team. Und mit dem Adeyemi, das hat schon viel mehr Präsenz direkt. Ich hoffe, die Weekend League läuft genauso wie die Quali. Lief ehrlich top. Offensiv wird gezaubert. Hinten war alles dicht. Genau so. Also, ran da. Dann können wir schon machen von hier. Ich weiß halt nicht, ob er Keeper moved. Sieht nicht so aus. Ja, clean. Deckel drauf gemacht.
Das war schon direkt eine knappe Partie, ey. Nicht viel hinbekommen vorne. Oh, nicht den Ball vertändeln, Mann. Come on! Digga, das Game. Aber das haben wir jetzt auch. Aber der Gegner war auch schon wieder stark. Nein, er ist nicht so einer. Er ist so einer! Korrekt. Schon. Adeyemi! Digga, 3 zu 2 jetzt schon. Was passiert hier heute? Wir haben 1000 Tore kassieren, 1000 Tore. Ey, aber er geht! Da habe ich nicht gerechnet. Der war auch schon wieder stabil. Jeder E-Sportler gefühlt. Boah, der ist schmackhaft. Komm, 45. Minute. Stark, 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 Bro. Stark! Boah, der ist gut. Niemals! Ja, das war Arsch. Ich habe in meinem Leben noch nicht gesehen, wie sowas nicht reingegangen ist. Das ist krank. Boah! Was war hier los? Keeper war dran oder was? Egal. Schon, komm schon, komm schon. Boah! Gut, 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 gut. Oder mach nicht so mit. Digga, bei Unentschieden raus und so, Mann. Alles kommt zusammen. Ich hasse es doch. Stark. Stark, stark. Komm schon, komm schon. Wir packen das, wir packen das. 16 Siege ist doch eigentlich nicht zu hart. Zack, zack, zack. Guck mal, guck mal, guck mal. Guck mal, guck mal, wir sind noch da, Digga. Wir sind noch da. Digga, Keeper kann den haben und Verteidiger auch. Ey, ich habe bei seinen Ecken mehr Angst als irgendwie, wenn er, keine Ahnung, durchkommt. Was habe ich schon kassiert diese Weekend League? Direkte Ecken, 30 Eckball-Kopfball-Tore. Ja, Bruder, man kann sich doch mit Keeper da hinstellen, den juckt es nicht. Wow, das erste Mal bei 20 Accounts, die ich verbessert habe, dass wir, ja, Rang 4 geholt haben. Also, dass wir nicht die 16 Siege gepackt haben. Ich meine, es macht bei den Rewards keinen so großen Unterschied. Ihr seht das hier jetzt. Die Picks sind genau die gleichen. Die Packs sind fast die gleichen. Nur dieses Dreier-Tots-Pack ist halt auf einmal untrade statt tradable. Und da war noch nie irgendwas Gutes drin. Also, an sich macht es für die Belohnung gar keinen Unterschied. Und vielleicht sieht man sogar besser. Oft war das irgendwie in der Vergangenheit so. Schlechtere Scores, bessere Rewards. Wir gucken einfach mal. Mal gucken. Jo. Direkt eine Euro-Karte. Das nimmt man gerne mit. Weil, wie gesagt, viel Rewards ist nicht schlimm, aber trotzdem, ich mach's ein bisschen traurig, aber it is what it is. Ich muss Ecken üben, ich muss, hey, passt, üben, wie man Ecken verteidigt und dann bin ich wieder absolut da, würde ich behaupten. Lewandowski unten, ne Bacher. So, wir machen weiter. Make your mark. Komm mit. So, passt. Anscheinend in jedem Pick eine Special Card. Aber die sind halt nicht so geil, ne? Koulibaly und Stanway, die nehmen sich jetzt beide nicht so viel. Deswegen können wir einfach Koulibaly mitnehmen. Und nein! Ich dachte, wir gehen nur mit Special Cards durch. Aber an sich trotzdem crazy. Auch wenn man damit wieder so ein bisschen SBC-Kram machen kann und sowas. Also von den Picks her war das schon nicht zu schlecht, aber auch nicht zu gut. Ja, wir werden mal gucken, wo die reinkommen, die Bres. Okay, dann haben wir, glaube ich, gleich ein ziemlich perfektes Team. Ja, weiter runter können wir nicht gehen. Passt, dann haben die schon mal bei Choboslai ein gutes Team mit abgearbeitet. Haben wir den als neuen ZM und können dann Trent als Rechtsverteidiger schieben. Dann haben wir überall top, top, top Karten. Also, ab in Verein mit denen. Und jetzt kommen noch die Weekend League Rewards, die hier hoffentlich was Freshes rausholen. Ansonsten für mich verfluchter Account, ey. Packs waren so schlecht wie noch nie bei einem Zuschauer auf dem Account. Weekend League auch. Weil jetzt die Rewards auch noch das Schlimmste sind. Dann, weiß ich auch nicht. Also das war ja an sich auch schon eigentlich ein gutes Pack, was wir jetzt geöffnet haben. Da hätte auch schon gut und gerne eine Special Cut oder irgendwas drin sein können. Sag ich ehrlich. Immerhin sind die, ja, sind tradable. Ich bin bei ihm auch richtig gierig, Mann. Ich will direkt die guten Packs aufmachen. Ich mache nicht die Quatsch-Packs erstmal auf mit langsam starten, sondern direkt die guten. Beim Ultimate Pack erwarte ich aber inzwischen auch schon gar nichts mehr, weil dass das ein Ultimativ ist, dass das seinem Namen aller Ehre macht, das ist schon lange nicht mehr so. So, drei Tots-Spieler. Untrade, aber wenn die geil sind, kann man die ja benutzen.
Rice. Es ist so frech, es ist so fatal. Es ist Ferguson auch noch, die ist doch die aus unserem Pick, Mann. Die Maria, der war früher was wert, aber der kostet inzwischen auch nichts mehr. Digga, das ist komplette Verarsche. Also diesen Untrade und keiner von denen ist fresh. Bruh. Ich hab das Gefühl, dass diese ganzen anderen Wrestling-Packs jetzt auch noch nicht mal eine Special-Card oder sowas geben werden, wenn wir glücklich sind, ein Walkout. Ey, was ist das? Immerhin Walkout, aber... Ey, das ist crazy. So, wir sind gut dabei. Schicken wir ab den Lachs. Damit haben wir den Trouble Slayer auf jeden Fall auch nochmal absolut for free fertig bekommen. Mussten gar nicht an die Coins ran. Wir haben die Coins zumindest oben auch stehen. Auch durch die Weekend League kriegen wir zum Glück auch bares Geld. Und ja. Ja, auch wenn wir jetzt keinen Make Your Mark mehr gezogen haben. Immerhin sehen wir hier nochmal die Animation jetzt bei der SBC, die wir abgeschlossen haben. Wenigstens das nochmal fühlen, mitnehmen. Ah, Trouble Slayer ist ja auch eine geile Karte. Ist ein cooler Spieler. So. Ah, stimmt, Testing war ja Duplikat, wurde dann einmal abgegeben, wiedergeholt. Da muss man die immer hier nochmal reintun. Ansonsten können wir auf der Rechtsverteidigerposition schon mal Platz machen, damit Trent dorthin kommt. So, damit das hier optisch ein bisschen geiler aussieht, schieben wir Choboslai nach links. Und dann wäre das so Stand der Dinge gerade. Das fertige Team mit Ersatzbank, Reserve, mit Qualität, mit Red Picks und mit einer ziemlich geilen Mannschaft. Und... um die 500.000 Münzen haben wir noch über. Das heißt, man kann hier auf jeden Fall noch was reinhauen. Aber ich weiß ja nicht, wo er was haben will. Deswegen will ich die Coins jetzt auch nicht ausgeben, sondern lass die für ihn. Wir haben halt echt noch sehr viele Walkouts, die tradable sind, Special Cards auf der Transferliste und alles. Das heißt, man könnte beispielsweise vorne rechts mit Sakatots, mit Salatots oder sogar mit Quaradonna Path to Glory über High-End-Karten reintun, dass man da auch nochmal einen besser gerateten Spieler hat. Ansonsten, was die Ratings angeht, kann man sich natürlich gar nicht beschweren in diesem Team, was die Karten angeht. Die sind auch sehr cool. Ein paar Leute absolut OP. Dieser Musa, der hat mich überzeugt. Digga, diese Karte war einfach so gut, wie die Stats das anzeigen. Für mich der MVP im Team. Adiemi war auch nicht verkehrt und. Aber trotzdem, ich habe mir natürlich mehr von der Weekend League erhofft, auch von den Rewards, auch von den Packs davor und danach und auch von den SBCs. So die übergeilen Spieler gab es halt gerade auch irgendwie nichts zu machen. Zumindest hat auch noch ein bisschen Futter im Verein, dass er in nächster Zeit zumindest ein bisschen was angehen kann. Aber ja, es kann halt nicht auf jedem Account komplett perfekt laufen. Lief okay. Nicht gut, nicht sehr gut. Lief okay, aber wir haben schon auf jeden Fall, denke ich, geschafft, seinen Account zu verbessern. Das ist ja Sinn der Sache. Das war's von dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Ich ziehe momentan richtig durch. Jede Woche wird auf jeden Fall ein Account von euch verbessert. Das heißt, nächste Woche habt auch ihr schon wieder die Chance, dran zu sein. Abonniert den Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Ich bin raus, macht's gut. Hier gibt's auch noch ein anderes Video. Kann man einfach anklicken, dann ist man da direkt am Start. Viel Spaß und ciao!